werden wir in Toilet Tower Defense die Spawner Challenge spielen. Aber was genau ist überhaupt die Spawner Challenge? Gut, dass ihr fragt. In Toilet Tower Defense gibt es verschiedene Einheiten, wie diesen Camera-Helikopter, die andere Einheiten aufs Feld beschwören, um für uns zu kämpfen. Auch der neue Streamer Cameraman ist eine dieser Einheiten. Außerdem gibt es auch den Engineer Cameraman, der übrigens mega selten ist, weil man ihn nicht mehr bekommen kann, aber ich habe ihn, der auch mittlerweile verstärkt wurde und auch eine Spawner-Einheit ist. Auch der Chief Clockman ist Teil dieser Einheiten und hat brutal starke Units, die er raushaut. Die einzige Einheit, die wir sonst noch mitnehmen, ist Santa TV Man, damit wir natürlich genügend Geld haben. Und mit diesem verrückten Team werden wir jetzt als erstes den Hard Mode herausfordern und anschließend schauen, ob man damit sogar den Albtraummodus bezwingen kann. Let's go! Ist jetzt nur die Frage, welche Map wir als erstes nehmen, Freunde. Ich glaube, ich tendiere zu Toilet Headquarter. Und hier voten wir jetzt natürlich für den Hard-Schwierigkeitsgrad, Leute. Und dann schauen wir mal, mit welcher Einheit wir reinstarten. Und mal sehen, ob wir das überhaupt auf Autoskip spielen können. Das wird auch interessant. Wenn euch solche Challenges gefallen, Freunde, lasst natürlich einen dicken Daumen nach oben auf das Video da. Kommentiert eure Challenge, die ihr sehen wollt, in die Kommentare. Und vielleicht ist eure Challenge als nächstes dran. Deswegen strengt euch auf jeden Fall an, denkt euch eine coole Challenge aus. Und wir starten rein mit dem Camera Helikopter, den wir ganz am Ende platzieren, damit die Einheiten auch ganz am Ende starten. So, let's go. Hier kommt erstmal nur so ein kleiner Cameraman raus. Mal sehen, ob der uns retten kann, Leute. Ansonsten, wie immer, nicht vergessen, für coole Merchandise-Artikel wie unsere eigene Funko-Pop-Figur, Freunde. Ich habe einfach eine eigene Funko-Pop-Figur. Schaut auf jeden Fall in meinem Merch vorbei. Link ist in der Beschreibung. Oder ihr gebt einfach ein tjulfa.shop. Ich freue mich auf euren Besuch. Schaut mal rein, ob da was für euch dabei ist, während der Cameraman jetzt hier die ersten Toilets komplett hops nimmt. Das sieht schon mal gut aus. Ich mache mal Autoskip an. Ich denke, auch den Hard-Mode sollten wir problemlos schaffen. Ich glaube, hier im Hard-Mode werden wir keine großen Struggles haben, hier jetzt durchzukommen. Ich glaube, der Albtraummodus, das wird unsere wahre Challenge. Aber wir testen jetzt erstmal, besonders weil wir den neuen Streamer Cameraman haben. Der ist ziemlich stark. Der haut ordentlich einen raus. Da wird es interessant, wie weit wir damit wirklich kommen. Und vor allen Dingen platziere ich jetzt auch mal Santa TV Man. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Kohle, Freunde. Wir kriegen viel zu wenig Geld gerade. Oh, und die Toiletten schaffen es bereits, weiter vorzurücken hier. Die kommen schon bis hier unten hin und überfahren diesen Cameraman jetzt einfach. Er wurde platt gemacht. Wir brauchen ein Upgrade. Wir brauchen dringend ein Upgrade. Upgrade auf die nächste Stufe. Auf Level 2. Let's go. Freunde, ich glaube... Oh, ich glaube, ich muss Autoskip ausmachen. Ich glaube, mit Autoskip schaffen wir es nicht hier am Anfang. Dafür sind die Einheiten doch ein bisschen zu schwach hier, als dass sie direkt von Anfang an mit Autoskip hier durchballern könnten. Oh, Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, ich hätte nicht Autoskip anmachen sollen. Direkt von Anfang an. Oh, no. Oh, no. Oh, wir haben richtig ein Problem. Was kostet das nächste Upgrade? 500. Warte, ich mache mal einen Skip. Oh, das wird nicht ganz reichen. Warte, ich verkaufe den hier. Und mach hier noch schnell ein Upgrade. So. So. Oh, wir mussten jetzt ein bisschen tricksen, weil jetzt kommt der Large Cameraman. Der kann hier schon mal einiges aufhalten. Der macht auch gut DPS. So, guck mal, der kann die schon mal mit seiner Waffe wegschießen, ohne dass er Leben verliert. Das ist gut. Da können wir jetzt vielleicht schon mal einiges mit aufhalten. Alter. Okay, also Autoskip für die Challenge von Anfang an. Merken wir uns für den Albtraummodus. Das können wir nicht machen. Massiver Fehler. Das wäre fast nach hinten losgegangen. Das Gute an diesen Einheiten ist, die hier beschworen werden. Die können nicht betäubt werden. Also, ne, ihr seht hier, die Dual Claw Toilet wird jetzt hier... Ja, fast komplett besiegt. Let's go. Wir sind wieder back on track, Freunde. Wir sind zurück. Nice. Und hier ein einsamer Large Cameraman steht hier seinen Mann, um die Wellen der Toiletten aufzuhalten. Aber er schafft es. Er schafft es. Er hat uns gerettet. So, wir platzieren schnell noch einen Santa TV Man. Wir brauchen jetzt nämlich erstmal mehr Kohle pro Welle, damit wir gleich noch den Engineer und auch den Streamer-Cameraman hinstellen können. Und natürlich am Ende auch noch den Chief Clockman. Ich werde den Chief Clockman aber ganz hier unten hinstellen, weil der kann ja auch angreifen, ne? Der kann auch alleine angreifen, das wollen wir aber nicht. Wir wollen nur seine Einheiten, das heißt, ich stelle ihn ganz hier unten hin, damit die von hier unten loslaufen. Ist ja logisch. Ansonsten macht es ja keinen Sinn, wenn wir Spawner-Einheiten machen und dann einfach, ja, einfach irgendwas machen so mäßig, versteht ihr? So. Engineer Cameraman stellen wir auch hin und upgraden ihn auch direkt. Dann kommen hier schon mal diese kleinen... Ein Camera Rover, guck mal, wie süß der ist. Guck mal, ui, oh, ein Feini. Schau mal, oh, ein Spionagefahrzeug. Aber jetzt muss er kämpfen. Jetzt muss er kämpfen. Ich bin sogar gerade am Überlegen, ob ich Autoskip wieder anmache. Ich mach mal Autoskip wieder an. No risk, no fun, Freunde. No risk, no fun, ihr wisst Bescheid. Weil jetzt können wir gleich den Camera-Helikopter direkt nochmal upgraden. Ja, zack. Noch ein Upgrade.
Und als nächstes können wir gleich auch Engineer Cameraman nochmal upgraden und dann geht hier schon ordentlich was ab. Jetzt kommen nämlich Large Cameraman, die schon 5000 Leben haben, also das flötet ordentlich, Leute. Oh, guck mal, das nächste Upgrade beim Engineer kostet sogar nur 600. Mega entspannt, das gönnen wir uns. Ich hatte eigentlich gerade überlegt, erstmal hier die Santas noch ein bisschen... Ich muss Autoskip doch ausmachen. Autoskip ist zu crazy. Also mit der Challenge in dem Modus Autoskip zu benutzen, ist wirklich glatter Selbstmord quasi. Oh, hier der Large Cameraman hält aber einiges auf. Aber nicht alles. Nicht alles. Okay. Aber, oh, wir haben jetzt sogar eine Boss-Toilet hier. Das wird jetzt natürlich auch spannend. Und eine Minigun-Toilet mit 17... Alter, wie viel Leben haben die Camera-Toilets? 15.000 schon, Alter. Ja, okay, nee, dann schaffen wir es ja easy. Alter, ich dachte, die Camera-Toilets haben nur 5.000 oder so auch. Da hätte man nämlich ein Problem gehabt. Aber so, guck mal, was die hier platt machen. Und zwar alleine. Okay, das ist crazy. Das ist sehr gut vor allen Dingen. Okay, sehr gut. Dann können wir... Okay, dann mache ich doch nochmal Skip. No risk, no fun, Freunde. Und dann werden wir gleich den Streamer-Cameraman platzieren. Sobald wir jetzt den Boss platt gemacht haben. Warte noch. Der Boss steht noch. Wie viel Leben? Ah, er hat noch 400 Leben. Ah ja. Aber der Streamer-Cameraman hat sehr starke Einheiten, die er beschwören kann. Die wir dann natürlich jetzt gleich nutzen können. So nämlich. Hier kommt schon mal die Streamer-Drohne. Die hat zwar nur 2000, aber besser als nichts, nicht wahr? Oh, ich habe ein paar Upgrades gemacht und die waren auch dringend nötig. Welle 14 hier. Boss-Toilet, Giant-Glasses-Toilet. Wir brauchen auf jeden Fall für den Albtraum-Modus später eine perfekte Strategie. Ansonsten wird das vorne und hinten schief gehen. Das wird komplett in die Hose gehen, wenn wir nicht die richtige Strategie benutzen. Im Albtraum-Modus, Freunde. So, Camera-Helikopter auf Max-Level. Das heißt, da kommen jetzt Titanen raus, ja. Der Camera-Helikopter auf Max-Level produziert kleine Camera-Titanen. Guck mal. Ui, die sind stark. Die hauen ordentlich einen raus. Und ich glaube, vom Camera-Helikopter können wir auch insgesamt 4 Stück platzieren. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ansonsten aus dem Streamer-Cameraman kommen hier schon diese Drohnen jetzt raus auf hohem Level. Die sind ziemlich crazy. Und wir kriegen jetzt auch schon ordentlich Geld durch unsere Santa TV-Man. Ich werde die aber noch ein bisschen mehr upgraden. Weil ich noch mehr Geld brauche. Die Upgrades werden gleich noch ganz schön teuer. Günstiger werden sie auf jeden Fall nicht. So viel ist mal sicher. Alter, warte mal. Ah ne, die Large Glasses Toilet hat nur 15.000 Leben. Ich dachte gerade, die hat 150.000 Leben. Und ich habe schon kurz ein bisschen Panik bekommen. Okay. So, das Gute beim Titan Cameraman ist, der greift auch across lanes an. Das ist definitiv strong. Also der hat sehr viel Reichweite mit seinem Laser hier. Und kann da ordentlich was raushauen mit. Und räumt damit ordentlich auf direkt. So, wir machen mal nochmal Skip. So, zack. Und jetzt können wir, warte mal. Okay, Streamer Cameraman, nächstes Upgrade kostet 2000. Das sollten wir uns leisten können. Ich bin gerade am überlegen, ich mache jetzt Autoskip wieder an, Freunde. YOLO. Komplett YOLO. Und schauen wir mal, was abgeht. Weil jetzt bekommen wir natürlich richtig viel Geld. Und wir könnten jetzt auch hier unten den Chief Clockman hinstellen. Guck mal, und da kommt jetzt schon direkt die erste Clock Spider raus. Let's go. Die haben wir jetzt auch noch mit auf dem Feld. Easy. Und wie gesagt, von Chief Clockman, ich meine, ich werde ihn gleich ein bisschen upgraden müssen. Ja, und seine Reichweite wird dadurch ein bisschen steigen. Aber ich will ihn eigentlich nicht als Kampfeinheit nutzen. Also ich hoffe, dass das ja auch nicht nötig ist. Aber wenn Einheiten natürlich bis ganz hier unten hinkommen, dann wird der Chief Clockman natürlich die angreifen. Das lässt sich nicht verhindern. Schauen wir einfach mal, was wir bis dahin so bewerkstelligen können. So, Engineer Cameraman. Auf Max Level. Let's go. Und Hardmode hat ja auch 50 Wellen. Also Hardmode wird auch alles andere als einfach. Und das Krasse an Chief Clockman ist einfach, auf Max Level haben die Uhren, die aus ihm rauskommen, diese Clock Spiders, 500.000 Leben. Das ist brutal viel, um hier die Einheiten ordentlich platt zu machen. Ich meine, die Clock Spider hier hat 300.000. Und habt ihr gesehen, was die gerade gemacht hat? Ja, warten mal ab, bis gleich die Bombe hier unten losgeht. Dann scheppert's aber richtig, Leute. Da geht's aber richtig los. So, wir hauen mal noch einen Streamer-Cameraman raus, den wir versuchen, auf Max-Level zu bringen. Autoskip hatte ich gerade eben aus, weil es kurz ein bisschen... Ja, es war ein bisschen knapp, ich geb's zu. Aber das wird nie wieder passieren jetzt, weil jetzt ist hier... Komplett Armageddon, Freunde. Jetzt geht's los. Wir werden noch einen Streamer-Cameraman jetzt hier hinstellen.
Ich glaube, davon kann man 4 Stück oder 3 Stück platzieren. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Aber seht ihr, jetzt ist mit Autoskip gar kein Problem. Mit diesen Spawner-Einheiten ist der Anfang extrem schwer. Man muss genau aufpassen, was man tut. Aber danach brennt es hier richtig, Leute. Da brennen wir den Toiletten erstmal richtig noch ein neues Loch oder so. Ne? Oder wie man umgangssprachlich sagt. Das sagt man doch so, oder? Nice, guck dir die Clock-Spider an, wie die hier reinscheppert. Oh, das ist sogar noch eine mit 300.000. Die mit 500.000 kommt hier erst. Alter. Jetzt donnert's aber gleich richtig hier. So, der Titan-Cameraman hier auch. Und die machen halt alle von hier drüben, können die schon angreifen, ja? Von da drüben machen die schon Damage. Jetzt hier, 500k Clock-Spider. Boom, 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 alle Bosse platt gemacht. Naja, nicht alle, aber viele. So, können wir noch so ein... Ah, okay. Okay, man kann nur 3 Streamer hinstellen. Alles klar, chill, Bro. Dann stellen wir noch einen Engineer hin. Machen direkt auf Max-Level, let's go. Und von Engineer können wir nur 2... Nee, von Engineer können wir mehr hinstellen. Ich dachte, wir können von dem nur 2 hinstellen. Ja, let's go, dann stellen wir noch einen hin. Easy. Und Chief Clockman können wir entweder 1 oder 2 hinstellen. Warte, ich check mal gerade. Obwohl, warte, wir machen ihn erst auf Max-Level, so. Und dann schauen wir mal, Chief Clockman, können wir noch einen hier hinstellen? Müssen nur kurz warten, so, zack. Ja, wow, okay, wir können noch einen davon hinstellen. Dann upgraden wir den mal auch noch auf Max-Level, dann haben wir noch mehr von diesen Uhren. Und dann speedrunnen wir jetzt den Rest vom Hard-Mode, Leute, let's go. Ey, und unsere Einheiten schaffen es jetzt sogar bis nach ganz hier oben zu laufen, easy. Und haben gerade sogar eine Welle komplett hier drin gehalten. Jetzt gerade kommen wir auch ein paar stärkere Einheiten. Die können wir nicht komplett stoppen. Aber selbst die hier mit der Clock-Spider wieder, können wir schon eine Menge von denen direkt vernichten. Welle 48 jetzt. Freunde, es ist sowas von ordentlich. Den Albtraum-Modus, wir können das schaffen. Wir können nur mit Spawner-Einheiten, in der Theorie, den Albtraum-Modus schaffen. Und das wäre crazy, wenn wir das hinkriegen. Und noch eine Clock-Spider. Warte mal, die hatte nur 300.000. Ah, okay. Ja, stimmt. Wir haben ja noch einen anderen Chief Clockman hingestellt. So, Welle 50, Leute. Die große Boss-Welle vom Hard-Mode. Schauen wir mal, was passiert. Da haben wir natürlich einige sehr stronge, sehr starke Einheiten jetzt hier, die uns jetzt hier das Leben versuchen werden, schwer zu machen. Aber wir machen es denen noch schwerer. So. Ah, hier ist schon die Boss-Toilet. 3.0. Mit 800.000 Leben nur. Das ist gar nicht mal so viel. Hier, die Clock-Spider rennt rein. Boom! Hard-Mode gewonnen. Auf in den Albtraum-Modus. Und für den Albtraum-Modus habe ich eine besondere Strategie. Wir gehen nämlich nicht ins Toilet-Headquarter, sondern, Leute, wir gehen Palm Paradise. Ich glaube, Palm Paradise hat die längste Map von allen. Obwohl, könnte sein, dass Toilet Cameraman Headquarter ist vielleicht sogar noch länger. Ah, warte mal. Wir testen es in Camera Headquarter, okay? Wir gehen Camera Headquarter für den Albtraum-Modus. Let's go. Start. Wir voten natürlich auch für Albtraum und schaut euch halt mal an, wie lang die Map hier ist. Also hier können wir mit den Spawner-Einheiten, glaube ich, noch viel mehr erreichen. Weil wir einfach mehr Platz haben jetzt am Anfang, um uns auszuleben quasi. Wir können halt erstmal easy, ja, keine Ahnung, durchhalten quasi. Und ich werde auch diesmal mit dem Engineer starten. Diesmal platzieren wir als erste Einheit den Engineer. Der hat hier zwar erstmal nur 600 Leben, aber das wird schon mal einiges machen. Ich mache auch kurz Autoskip, obwohl ich lasse Autoskip erstmal aus. Wir machen den Start erstmal ohne Autoskip. Besser ist es. Und wie ihr sehen könnt, hatten wir eben sogar kurz das erste Problem, Leute. 150 Leben haben wir schon verloren, weil es eben einmal sehr, sehr knapp war. Ich habe aber nicht richtig aufgepasst. Ich dachte, die Aufnahme war an, aber sie war nicht an. Aber nicht so schlimm. Es ist eine Mutantentoilette ist durchgekommen, die uns hier dann ordentlich einen reingelötet hat. Aber ihr seht schon, wir haben jetzt den Rest wieder hier unter Kontrolle, sagen wir es mal so. Ich skippe jetzt auch gerade einmal kurz. Sollte kein Problem sein, weil diese Minigun-Toilets sollten wir easy aufhalten können. Denn die Camera-Toilets haben schon 7500 Leben. Das heißt, die können hier schon mal ordentlich was aufhalten. 2 davon reichen auf jeden Fall. Aber es ist echt... Ja, so, warte mal. Die Minigun-Toilet ist jetzt besiegt. Okay. Ich mache erstmal keinen Skip. Wir müssen erstmal warten jetzt. Wir müssen uns das erstmal anschauen. Aber ihr seht, 10 Minuten, weil wir 0 Autoskip haben. 10 Minuten und wir sind erst bei Welle 8.
Weil schneller geht's gerade einfach nicht. Aber obwohl es der Albtraummodus ist, läuft es jetzt gerade ganz gut nach dem ersten kleinen Schluck auf, den wir hier hatten. Ich habe jetzt hier sogar die Santa TV-Man alle ein Level höher gemacht, als wir sie eben hatten. Eben hatten wir sie nur Level 5, jetzt habe ich sie schon mal bis Level 6 gepusht, damit wir auch wirklich mehr als genügend Geld bekommen hier. Wir können jetzt auch zwischendurch ruhig mal skippen. So langsam ist unser Team hier nämlich eigentlich mehr als stark genug. Na, wir haben schon den einen Camera-Helikopter auf Max-Level. Und jetzt von jeder Spawner-Einheit schon mal mindestens einen hier stehen, die jetzt hier ihre Arbeit verrichten können. Und das sollte eigentlich jetzt gut... Okay, aber guck mal, Giant Blind Toilet. 355.000 Leben. Das ist schon übel. Das ist sogar ziemlich übel, wenn ich es mal so sagen darf, ja? Das ist sogar ziemlich problematisch, fällt mir gerade so auf. Alter, warum sind denn die so strong? Okay, warte, aber jetzt die nächste Clock Spider hat 50.000, okay? Die wird schon mal ein bisschen mehr aufhalten. Autoskippen, vergiss es, ist nicht. Autoskip hier reinzuhauen, komplett unmöglich. Komplett unmöglich. Wir haben jetzt gleich zwei dicke Bosse, die hier ankommen. Hätte ich mal nicht Skip gedrückt, hätte ich das Spiel einfach mal machen lassen, ne? Naja, man kann nicht alles haben, Freunde. Zack. Flying Rocket Launcher Toilet sollten wir aber hopsen, hoffentlich. Ey, ist die verlangsamt gerade? Hey, macht hier irgendjemand eine Verlangsamung von den Einheiten? Das wäre crazy. Oder wir haben jetzt eine Welle schon besiegt. Das war schon eine Welle. Aber wir haben immer noch die Giant Blind Toilet hier. Mit immer noch 130.000 Leben. Bruder, was? Geht's dem nicht gut oder so? Alter, die Streamer-Drones, die machen Verlangsamung. Das ist cool. Okay, so, wir haben das Ding aufgehalten. Dann geben wir mal direkt Streamer-Cameraman noch ein Upgrade und gleich Engineer-Cameraman noch ein Upgrade. Dann ist er auch auf Max-Level, weil... Hoho, das wird noch übel hier. Vor allem jetzt die UFO-Toilet. Ich meine, die hat nur 190.000. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn sie unsichtbar wird. Kriegt die dann... Okay, die kriegt trotzdem den Damage. Okay, okay, das ist gut. Das ist gut. Ansonsten wäre jetzt auch wirklich... Hätten wir jetzt wirklich ein großes... richtig großes Problem gehabt. Aber selbst so ist das jetzt trotzdem eine problematische Welle. Also wir brauchen jetzt gleich viel mehr... starke Spawner-Einheiten. Albtraum-Modus ist kein Zuckerschlecken, Freunde. Und wir machen eine ähnliche Taktik wie eben. Ich habe jetzt ja auch schon wieder mehrere von den Streamer-Cameraman hingestellt. Wir werden gleich noch einen Chief Clockman auch nochmal platzieren. Aber was ich definitiv sagen lässt, also Albtraum-Modus, natürlich die Gegner sind viel stärker. Ja, der Boss wird ja auch gleich um die 2,5 Millionen Leben oder so haben. Zum Vergleich, ihr habt es eben gesehen, im Hard-Mode hat der Boss knapp 800.000. Also das ist schon mal ein ganz klarer Unterschied, Leute. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen gleich. Aber wir kommen echt gut durch gerade, muss ich sagen. Also ich habe mir viel mehr Sorgen gemacht. Ich drücke jetzt zwischendurch auch immer mal auf Skip, weil ihr seht ja, wenn die Einheiten ganz hier oben sind und bei uns unten alles nachkommt, dann kann man ruhig auch mal skippen. Da kann eigentlich nichts passieren. Eigentlich. Und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Freunde. Wer weiß, was die Bosse gleich noch so anrichten. Aber Welle 44, die Spawner-Einheiten rasieren hier komplett durch. Ich habe noch einen Chief Clockman hingestellt. Ich dachte, ich kann nur zwei von denen platzieren. Aber scheinbar kann ich einen vierten platzieren. Ich kann auch einen vierten platzieren. Alter Falter. Okay, das ist natürlich heftig, ja. Weil jede Clock Spider auf Max-Level hat 500.000 Leben. Das heißt, wenn hier vier Clock Spider loslaufen, sind das 2 Millionen Schaden, die kommen. Also ich bin mal gespannt, ich drücke jetzt sogar einfach mal Skip, weil no risk, no fun, das ist mein Motto, Freunde. Wir müssen auch ein bisschen Risiko gehen, okay? Aber es sieht echt sehr entspannt aus, wie wir hier durchjetten. Ich meine, schau dir das mal an hier. Let's go. Hier, hat die hier volles Leben? Ja, das ist eine 500.000er. Oh, die wurde aber schnell besiegt, die Clocks. Oh, vielleicht habe ich doch ein Problem. Nee, alles easy. Ich habe keine Angst. Keine Angst. Jetzt kriegen wir schon mal ein kleines Preview hier auf Welle 46 mit der Boss-Toilet. Die macht schon einiges platt von unseren starken Einheiten. Also, vielleicht kriegen wir gleich doch noch ein kleines Problem auf den stärkeren Wellen. Könnte sein, dass ich den Mund ein bisschen zu voll genommen habe, Freunde. Aber das passiert. Das passiert den Besten. Da kann man nichts machen. Aber bis jetzt, es sieht immer noch gut aus. Es sieht immer noch aus, als sollten wir das schaffen. Welle 49. Die letzte Hürde vor der großen Bosswelle. Aber Freunde, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Wir skippen rein. Wir skippen rein in die große Welle. Welle 50, die große Bosswelle. Und schauen, ob wir es retten können, Freunde, ja? Man muss sich hier auch mal was trauen. Aber ich bin zuversichtlich, ja? Also ich denke, wir sind so stark. Meine Einheiten sind so gut, dass wir hier problemlos Welle 49 und 50 gleichzeitig besiegen können. Ich bin überzeugt davon. Vielleicht liege ich aber auch falsch, dann... Ja, dann war es das jetzt für dieses Video. Aber, nein, wir schaffen das. Easy.
Ich meine, schaut, die haben gar nicht mehr so viel Leben. Die haben noch verdammt viel Leben. Ja, aber okay. Strider Rocket Toilet mit 800.000. Wer hat denn das gemacht? Okay, Infected Titan Speaker Man hat auch über 500.000 Leben. Das ist halt bodenlos, ne? So, diese Dual Blade Toilets kassieren. Flamethrower Toilet ist jetzt hier auf der Welder Toilet drauf. Wird aber auch geplättet. Hier kommen nochmal ordentlich dicke Ottos, die wir jetzt plätten müssen. Bevor dann noch die Giant Smooth Toilet kommt mit 2,5 Millionen Leben. Die kommen ganz schön weit. Die kommen ganz schön, vielleicht hätte ich nicht Skip drücken sollen. Warte. So, Clock Spider rennt da rein. Sehr gut. Ah, die Verlangsamung von den Streamer Drones ist halt auch sehr, sehr gut, ne? Alter, die Giant Smooth Toilet ist schon hier. Alter, die ist ja schon ganz hier vorne. Bro, chill. Bro, chill, bitte. Okay, okay, aber der Damage kommt gut rein. Der Damage geht gut. Clock Spider rennt rein, macht Schaden. Let's go. Ja, nochmal. Okay, Clock Spider, fup. Noch eine Clock Spider, fup. Es wird trotzdem knapp. Es wird trotzdem knapp, aber... Ah ja, Giant Smooth Toilet fällt. Besiegt. So, aber der Rest noch nicht, der Rest noch nicht. Nochmal eine Clock Spider, let's go. Aber wir schaffen's. Wir schaffen's, Freunde. Let's go. Wir haben die Welle nicht easy, aber wir haben sie besiegt. So, Titan Cameraman und boom! Albtraummodus besiegt. Nur mit Spawner-Einheiten. Schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes testen soll. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.